Hey Leute, herzlich willkommen zu Match-Analyse Nummer 4. Ich habe mir gerade eben Kurt Angle gegen Shawn Michaels von WrestleMania 21 angeguckt und möchte hier gleich drüber reden. Es war eine große Ansetzung, zwei der besten Wrestler aller Zeiten gegeneinander. Und es war nicht mal der WrestleMania 21 Main Event, es war eher so ein Upper-Mid-Card-Match, beziehungsweise nur ein Mid-Card-Match. Und von daher sehr unterschätzt für das, was es eigentlich ist. Meiner Meinung nach war es der Showstil übrigens von WrestleMania 21 und von daher, das heißt schon was, denn WrestleMania 21 war nicht wirklich schwach. Die Fehde startet beim Royal Rumble. Michaels eliminiert Angle. Angle rastet komplett aus, eliminiert Shawn Michaels. Angle lockt ihn außerhalb des Rings. Es war grandios gemacht, um diesen Aufbau zu starten. Und das ist halt auch einfach beim Royal Rumble Match so. Du kannst hier Fehden starten, die dann wirklich gut sind. Die Fehde ging dann darum, wer der beiden wirklich der beste Wrestler ist. Angle teilweise mit einem sehr verrückten Charakter in dieser Storyline, in dieser Fehde, und das hat sehr, sehr gut da reingepasst. Michaels war ein gemischter Charakter, kann man sagen. Er hatte Heel-Augenblicke, aber auch Face-Augenblicke und war einfach ein perfekter Charakter für diese Fehde. Beide haben mir hier sehr viel Entertainment geboten. Die Entrances waren sehr geil für dieses Match, aber ja, es waren eben WrestleMania-Entrances, die sind für gewöhnlich gut. Für WrestleMania-Entrances jetzt nichts Spezielles, von daher gehen wir gleich zum Match. Das Match startet mit einer Ohrfeige von Shawn Michaels, die gleich am Anfang die Intensität der beiden wirklich nochmal aufgebaut hat und nochmal veranschaulicht hat. Am Anfang war es das pure Wrestling, Chain Wrestling, grandiose Technik, einfach die Crème de la Crème des technischen Wrestlings. Angle haut wieder ein paar Suplexen raus oder Suplexes, wie auch immer man will, wie man eben Angle auch kennt. Elbow Drop von Shawn Michaels, der geht aber daneben, und hier wurde dann in der Match Story eben gezeigt, mit der Verletzung von Shawn Michaels zeigt er hier trotzdem einen Elbow Drop. Es wurde ja veranschaulicht, dass Shawn Michaels eine Rückenverletzung in diesem Match hat, und die hat er natürlich auch super gesellt. Von daher hat er hier den Elbow Drop gezeigt, geht daneben, es kommt der Angle Slam, gekontert in eine Arm Drag. Dann wollte Angle einen German Suplex vom Apron zeigen. Da stand quasi dann in der Match Story die Karriere von Shawn Michaels auf dem Spiel. Hätte der den wirklich durchgezogen, hätte Shawn Michaels wohl sich den Nacken gebrochen oder so. Von daher war das gut aufgebaut für die Intensität, hat ja Angle auch öfter in seiner Karriere gezeigt, diesen angedeuteten German Suplex nach draußen. Es gibt den Low Blow von Shawn Michaels, das meine ich mit diesen Face-Charakterzügen, die auch manchmal ins Heelige reingehen, einfach diesen Low Blow gezeigt, der Referee hat es nicht gesehen, war einfach genial gelöst. Dann gibt es den Springboard Crossbody von Shawn Michaels gegen Angle auf den Tisch, und ab hier hatte ich absolutes Big-Time-Feeling, das war eine geniale Intensität, was die beiden hier aufgebaut haben. Es gibt den Stare-Down kurz und dann ging es richtig ab, der Elbow-Drop von Shawn Michaels will die Switch-In-Music zeigen, wird gekontert in einen Ankle Lock. Der Ankle Lock wird gekontert in einen Roll-Up. Der Angle Slam kommt von Kurt Angle dann letztendlich durch. Das Cover 1, 2, Kick-Out. Dann zeigt Angle einen Moonsault vom Top Rope. Die Match-Story hier war, Angle denkt sich, alles was HBK kann, alles was Shawn Michaels kann, kann ich besser. Zeigt einen Moonsault, der geht allerdings daneben, und Kurt Angle zeigt dann einen Angle Slam vom Top Rope. Was für ein kranker Move. OMG. Er rollt ins Cover. 1, 2, Kickout. Shawn Michaels kommt nach einem Angle Slam vom Top Rope wieder raus. Da dachte ich mir dann, holy shit, was geht hier ab? Angle nimmt Shawn Michaels hoch, schreit ihn an, und auf einmal kommt die Switching Music out of nowhere. Kickout von Kurt Angle. Angle setzt zum Ankle Lock an. Shawn Michaels versucht irgendwie da rauszukommen. Angle kann dann den Ankle Lock vollkommen einlocken und schafft es, sich da immer wieder mitzudrehen, den Ankle Lock auch zu halten, lockt ihn komplett ein, legt sich auf den Boden, und Shawn Michaels ist quasi dann gefangen gewesen in diesem Ankle Lock. Shawn Michaels kann es schaffen, noch eine Minute durchzuhalten, am Ende tappt aber trotzdem HBK. Kurt Angle gewinnt das ganze Match via Submission. Es war ein grandioses Match, geile Technik in dem Match, super Selling und auch eine super Match-Story. Du dachtest nach dem Match einfach, dass Shawn Michaels Knöchel gebrochen ist. Es war ein technischer Klassiker. Von der Bewertung her würde ich sagen, ich gebe dem Match ein Star-Rating von 4,5 Sterne. Die Matchzeit war 27 Minuten und 25 Sekunden.
Runden, also ein ziemlich langes Match mal wieder. Das Must-See-Level würde ich eher auf 6 von 10 stellen. Es war ein geiles Match, aber es war kein überkrasses Match. Das sieht jetzt vielleicht erst ein bisschen wenig aus, aber im Vergleich zu anderen Matches muss man dieses Match jetzt nicht unbedingt gesehen haben und man hat ja auch nichts verpasst, wenn man es jetzt nicht direkt sieht als Wrestling-Neuling oder so. Von daher, Must-See-Level 6 von 10. Der Man of the Match war Shawn Michaels mit seinem grandiosen Selling und der Aufbau bekommt von mir 7 von 10 Punkten. Es war eher eine Standardaufbauidee, aber für diese Standardaufbauidee hat man das Ganze sehr, sehr gut umgesetzt. Auch die Charaktere haben mir in dieser Storyline sehr gut gefallen und von daher ein Klassiker auf jeden Fall, auch wenn man dem Ganzen am Ende nur 4,5 Sterne gibt, beziehungsweise ich gebe dem Ganzen 4,5 Sterne. Ihr könnt ja auch gerne mal reinschreiben, was ihr dem Match gibt. War es für euch wirklich der Showstealer von WrestleMania 21? Für mich persönlich schon. Ich habe das Match sehr genossen. Guckt es euch auf jeden Fall an, das WWE Network ist ja draußen, von daher könnt ihr das auch tun. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.